sehr süß. Bisschen. Alter Schwede, was hast du gemacht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heute ist leider gar kein Sommertag. Mhm. Es ist total ärgerlich. Aber meine Freundin Lea und ich haben dafür was anderes richtig Cooles geplant. Und das zeigen wir euch jetzt einfach mal. Wir haben ja jetzt so vor, mit Alfi ja, mit dem Regenschirm zu reiten, um ihm den mal zu zeigen. Und drüben, hier ist der Regenschirm. Ja. Alfi. Alfi. Noch ist das Kleine verpackt. Ja, schau dir das mal an. Lea macht da jetzt was Besonderes. Soll ich den mal aufmachen? Ja, versuch mal. Denkt immer dran, seid erstmal vorsichtig, klappt den Schirm zusammen und gewöhnt Tiere da langsam dran, wenn ihr irgendwo hingeht. Viele Pferde haben da wirklich Angst vor. Also das ist echt genau so bei den meisten der Fall. Ja. Ah, Alfi ist vom Regen geschützt. Super gut, Alfi. Fein. Und das geht ja gut. Super. Okay. Ja, schau. Alles gut. Jetzt hat es gemerkt, dass du ihn genommen hast. Super! Super, Alfi! So, Lia, ich muss sagen, das sieht schon echt witzig aus. Mach mal ein cool, Bild oder? Von euch beiden, Leute. Alfi! Alfi! Alfi, schau mal! Sehr süß. Soll ich nochmal. Oh, warte, halt, ich mach nochmal ein Bild von euch. Alfi! Das sieht ja geil aus. Alfi! Wie süß, ey! Oh, du Süßer! Brrr. Ich nehme ihn mal schnell. Oh, nein, das okay, gut. Alter! Nein, ne? Ganz toll gemacht. Super, Alfi. Kleiner Spinner. Fein gemacht, Alfi. Ganz fein, ja. Man muss ja wirklich sagen, normalerweise haben Pferde wirklich Angst vor Regenschirmen, aber der Alfi hat das jetzt wirklich richtig gut gemacht. Ja. Also echt richtig toll. Ach man, das Wetter sieht echt doof aus. Ja, es muss doch irgendwas geben. Ich hab da eine Idee. Okay. Komm mal mit, komm mal mit. Jetzt backen wir Pferdeleckerlis. Lea hat es schon mal gemacht. Ja, ich hab's schon mal gemacht. Den Ponys hat sehr gut geschmeckt. Mal schauen, wie das heute wird. Ja, ich bin generell gespannt, wie das so mit dem Formen wird und so. Das machen wir nämlich alles, ja, selber. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Let's go. Als erstes zerdrücken wir die Bananen und schneiden Äpfel und Karotten in kleine Stücke. Also wenn man Stress hat, ein paar Karotten schneiden, ne? Und dann ist es gleich wieder weg. Wie so ein Stressball, ja? Nicht schlecht. Perfekt. Dann ist auch was gegen Stress, wa? Dann mixen wir das Obst zusammen. Ja, ich mal. Jetzt. Ja, jetzt. So, jetzt haben wir es doch. Dann möchte ich gerne was abhaben. Oh, Kosten. Jetzt mischen wir noch das Mehl und die Haferflocken mit Wasser. Schmeckt. Mhm. Und zu guter Letzt kommt alles zusammen in eine große Schüssel. So sieht bisher unser Ergebnis aus. Mal schauen, wie das gleich aussieht, wenn wir alles verrührt haben. Also ich werde jetzt, glaube ich, ein A machen für Alfi, ein D für Dallas, ein D für Dobby und ein R für Rocky natürlich. Guck mal, das erkennt man doch, dass das ein A ist. Und deins noch hinterher. Super. Sehr gut. Und jetzt müssen wir erstmal knapp eine Stunde warten. Das schaut, glaube ich, sehr gut aus. Die sehen auf jeden Fall fertig aus. Ja. Ich glaube, wir haben die auch nicht zu dick gemacht. Ich glaube, das ist genau perfekt. Richtig so. Also ich finde, die Muster sind richtig gut geworden. Ja. Die fühlen sich auch gut an. Man erkennt auf jeden Fall auch alles. Die Buchstaben sind auch gut, ja. Ja, sehr gut. Voll cool. Die kann ich eigentlich alles schon mal reintun. Einmal nochmal das letzte Bild, wie es heil ist. Ich bin jetzt gleich, wenn es wieder kaputt geht. Wunderschön. Das ist jetzt ein I. Ein I und ein C wird es aus dem D. Oh, oh nee, nicht mal. Hier reißt es auch schon. Perfekt. Das D. Ich glaube, das D wird was. Ja, das D lebt noch.
Das ist, glaube ich, Dallas D gewesen. Sehr gut. Und das R. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Leckerlis selber gemacht habt. Und wenn ja, für welches Tier? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Na dann, lass mal zu den Ponys. Ne? Und hast du jetzt eigentlich mal probiert? Ich kann ja mal probieren. Ne? Ich nehme mal so ein Stückchen ab. Du hast es ja schon mal gegessen. Ja, guck mal, die sind echt lecker. Also riechen tut's gut, ne? Mm. Ja, schmeckt. Also es ist jetzt natürlich nicht, dass ich so jeden Tag essen würde, aber schmeckt auf jeden Fall okay. Ja, ist doch gut. Also schauen wir mal, wie die Ponys sind. Ja, mal schauen, was wir zu sagen. Jetzt gucken wir alle schon. Ja. Mhm. Ponys. Schaut mal, was wir für euch haben. Nein. So, ihr kriegt alle so. Was, keine Sorge. Effi. Die wollen alle was. Alfie das ganze Abendmaul. Super, es hat ihm gut geschmeckt. Hier ist das D für Dallas. Und es schmeckt dem voll. Das halbe R für Rocky. Super. Und dann noch. Das ist ja mega cool. Ja, warte, schmeckt ihn richtig gut. Auf. Und dann noch die, das D in drei Teilen für Dobby noch. Der ist da gerade noch so ein Hammer. Bisschen misstrauisch, aber die finden es alle richtig gut. Also mega. Alfie und Dallas haben sofort da ihr Muschel verschlungen. Oh, jetzt betteln sie sehr. Das habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt kann ich dir schon mal zeigen, dass Rocky nämlich einen Trick kann. Und okay. Zwar, warte, geh mal zurück, Rocky. Zurück. Küsschen. Ordentlich. Hier, Küsschen. Ja, fein. Soll ich dir jetzt mal zeigen, was Alfie kann? Ja. Nein sagen kann er noch, ne? Ja, genau. Mach mal so mit dem Finger, so Richtung Ohr. Nein, nein. Ja, sehr gut. Du warst schon, eigentlich kann er das schon so gut, dass du gar nicht mehr richtig deinen Finger dahin machen musst. Nein, nein. Nein. Ja, super. Sehr gut. Schau. Alfie. Nein. Nein. So ist fein. Ganz toll. Also das Nein sagen hat Alfie so kennengelernt, dass wir ihn erst immer so leicht am Ohr gekitzelt haben. Rocky kann es zum Beispiel nicht und wenn wir hier jetzt ins Ohr packen, dann fangen die eben an, den Kopf zu schütteln. Und dann gab es eben immer eine Belohnung. Und ja, genau, irgendwann dann reicht das, wenn man, also man verbindet das dann eben auch mit dem Wortlein. Irgendwann reicht es entweder, wenn man das nur noch sagt oder andeutet. Und dann macht er das auch schon. Rocky kann es noch nicht, aber dafür kann Rocky Küsschen geben. Mal auf. Küsschen? Ja, fein. Toll gemacht. Fein. Zeig mal auf einen von seinen Beinen. Okay. Und dann... Fein. Ja, super, genau. Alfie. Damit kann er so einen spannenden Schritt machen. Und dann zeig ich einfach das Bein. Ja, so genau. Fein. Sehr prima. Gut, ja. Das ist das, was Alfie halt bisher so kann. Und was das schon gut. Und ja, der Dallas, der kann noch nichts, aber kann man ja noch ändern. Genau. Genau, dann würde ich das halt immer so an die Lippen und so weiter ein bisschen was. Ja, da würde ich schon direkt was geben. Das war schon gut. Ja, und dann irgendwann weiß er das. Er verfolgt mich. Dallas, komm. Fein. Guck, er macht das jetzt schon. Ja, das schnell belohnt. Ganz toll. Ja, das können die eigentlich relativ schnell lernen. Das müssen wir aber schnell belohnen. Komm. Das hat sie ganz groß gefressen. Fein, gut. Also ich sag eigentlich gar nichts dabei, sondern es geht dabei so um den Finger, dass ich den einfach hochmache und er dann halt flehen bzw. ja, lachen, kann man es auch nennen. Ja, dann halt immer belohnen. Und das geht eigentlich wohl schnell, bis sie das verstehen. Man muss es halt sehr, sehr oft machen, wie man sieht. Aber es hat, man sieht auf jeden Fall schon einen Fortschritt. Schon mal, er macht das jetzt schon ganz gut. Fein. Passt nicht, ne? Passt nicht. Zu groß. Fein. Ja, das Wetter ist echt nicht lecker, ne? Nö. Ich würde sagen, wir gehen besser mal rein. Okay. Im Regen wird es ungemütlich. So, dann machen wir mal ein wenig putzen. Das Leder, was wir beim Reiten benutzen, das muss man eh immer sauber machen. Zum einen eben, ja, damit man einfach ordentlich aussieht und alles schön gepflegt ist. Zum anderen einfach, damit sich das möglichst lange hält. Sonst müsste man das ja immer wieder neu kaufen. Das wäre ja doof. Und ja, solche regnerischen Tage wie heute sind dafür natürlich super, weil das ist natürlich auch eine Arbeit, die man jetzt nicht so gerne macht. Und wenn dann gutes Wetter ist, dann macht man es erst recht nicht. Deswegen ja, kann man es sehr, sehr gut nutzen. Ja, also ich mache hier jetzt gerade meine Kandare sauber.
Man sieht, dass eine Kandare ist an den zwei Gebissen, also diese hier unten. Und ja, das ist schon sozusagen ein bisschen was Besonderes, weil ja, das benutzt man eben nur in der Dressur, in der ganz hohen Klasse. Und ja, die Kandare ist schon auch ebenfalls noch was Besonderes, weil dafür sollte man auch schon sehr gut reiten und wirklich wissen, was man macht, weil man kann damit eben auch sehr, sehr starke Wirkung auslösen. Und ja, genau deswegen, da muss man schon ja, ein bisschen Wissen haben. Ja, gut, dass du hier bist, Lea. Ja. Wir müssen nämlich noch die Stelle missen. Oh Mann. Ja, das gehört auch dazu. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse das. Nein. Oh nein. Was? Jetzt aber. Ja. Also, es ist so rutschig. Ich habe so Angst, dass ich abrutsche. Voller Einsatz, ey. Sehr gut. Jetzt ist leer. Wenigstens das Wetter jetzt ein bisschen besser. Ja, es regnet zumindest nicht mehr. Ja, wir können ja schon mal schauen, ob wir eine Runde reiten können oder so. Ja. Aber wir holen ihn mal. Also als erstes kratze ich dem Dallas jetzt die Hufe aus beim Pferd. Muss man darauf aufpassen, dass man hier eben nicht irgendwie stark so reinkratzt oder so. Also das ist hier sozusagen eine ganz wichtige, besondere Stelle, die man nicht verletzen sollte. Und ja, genau, deswegen kratzt man nur in diesem Bereich aus. Alter Schwede, was hast du gemacht? Wir haben jetzt gerade beim Hufeauskratzen ein kleines Problemchen entdeckt. Dafür ist das Hufeauskratzen nämlich auch ganz wichtig, dass man schaut, dass alle Eisen festsitzen. Und ja, Dallas hat sich anscheinend da ein wenig reingetreten. Die Nägel haben sich ein wenig verbogen und ist auch ein bisschen locker. Und ja, genau deswegen mit Reiten sieht es jetzt auch nicht so gut aus. Da muss dann erstmal der Huf mitkommen. Ja Mensch, der Hufschmied kann jetzt leider nicht kommen. Nee. Schade. Abwarten. Ich hoffe, der hat morgen oder spätestens übermorgen Zeit, weil sonst ja, wird es auch generell gefährlich. Ja, das ist doof. Ha, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Was essen, oder? Ja. Aber wir haben zumindest das Beste rausgemacht. Ich denke auch. Ja, die Ponys haben sich auf jeden Fall am meisten gefreut heute. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr auch schon mal Leckerchen selber gemacht habt. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr den Channel abonniert und noch weitere Videos schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.